Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Gartute, beim Clan. Ja, ich bin im Olymp und ich bin heute nicht wie versprochen auf meinem Rathaus 10, sondern ich bin heute auf meinem Rathaus 8er Account. Warum das so ist, das werde ich euch gleich nach dem Angriff hier vom Agent Duff erklären. Also ist jetzt nichts Wildes oder so, mir ist nichts passiert mit dem 10er. Aber ich habe es halt heute einfach mal für super, super nötig befunden, auf diesen Account mal zu switchen, denn ich bin mit diesem Account im Clankrieg dabei. Das ist, ich will nicht sagen, eher selten. Im letzten war ich nicht dabei. Da haben wir only RH9 unten gespielt, haben wir keine Achter mitgenommen. Denn auch hier hat sich so ein bisschen rauskristallisiert. Wenn wir hier Achter mit in die CKs nehmen, da kriegen wir ein schlechtes Matchmaking. Deswegen haben wir die letztes Mal komplett weggelassen. Ja, und ihr habt ja gestern gesehen, wir haben gewonnen aufgrund meiner gut gefüllten Treasury bei dem RH9-Dorf vom Chief Barfuß. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache mit euch heute Folgendes. Wir gucken uns erstmal natürlich diesen Angriff hier vom Agent Duff an. Mal schauen, wie er hier jetzt durchgeht. Ist natürlich ein kleiner Dip. Der Agent ist schon ein Rathaus 10er mit noch nicht ganz so hohen Helden. Also die sind noch auf Rathaus 9 Niveau. Aber oftmals ist es einfach der Unterschied. 20 Truppen mehr, ein Zauber mehr. Und ihr seht das auch schon, zweier Bowler hier. Der Packer ist schon auf Level 6. Der hier, glaube ich, auch mit genutzt wurde. Zumindest habe ich sie eben gesehen, wie sie hier durchrockt. Und aber scheinbar jetzt doch nicht mehr. Nee, ist nicht mehr da, aber Queen geht hier ganz locker außenrum, noch mit Heiler im Gepäck. Und in der Mitte regelt alles der 20er King. Schön die Bowler dahinter, hat er natürlich Muzzle. Vor allen Dingen, dass sie hinten jetzt die Riesen so ein bisschen den Magierturm noch ablenken, hat hinten jetzt aber auch nicht mehr so wirklich viel Defense. Entschuldigt bitte das Denglisch. Es hat mal einer so ein bisschen abgenervt in die Kommentare geschrieben. Armer, dies Denglisch, ja. Manchmal ist es einfach so, dass es letztendlich, kenne ich die englischen und die deutschen Begriffe der Dörfer hier schon relativ gut, weil ich spiele natürlich ausschließlich auf Englisch spiele. Ab und zu schalte ich den Client mal auf Deutsch, ist aber dann doch eher selten. Und deswegen verzeiht mir einfach dies Denglisch hier, wenn ich hier also sage, Magierturm und hier unten ist es der Bombentower, ja, King und Queen, okay, König und Königin, also das müsst ihr mir einfach verzeihen, das ist manchmal so, dass dieses Denglisch hier im Spiel, Clash of Clans zumindest mit mir, ist das so, aber ich glaube, das hat er gut gemacht hier, hat auch am Ende, jawohl, Zeit reicht für den Dreisterner hier, ja, und wie sieht das eigentlich bei mir aus? Ich muss nach Ansage, hier wird ganz klar angesagt, wer hier was macht. Und ich halte mich da natürlich auch dran. Also der Chef die 15 und der Chief die 12 oder 11. Oh, oh, oh. Das ist schon ein heftiges Ding. Und ihr seht das hier. Viele glauben ja immer, oh Toto, du spielst zu viele Accounts. Aber ich sage ja immer wieder, nein, ich spiele. Ich habe zwar viele Accounts, aber ich bespiele sie nicht alle. Und damit ich euch keine Scheiße erzähle, seht ihr das hier an meinem Angriffslog, also mein Defense-Log. Ich werde natürlich immer fröhlich angegriffen, gar keine Frage. Lost, lost, lost. Won. Hurra, auch mal ein Won dazwischen. Aber ihr seht das an meinem Attack-Log. Vor 2 Tagen, 19 Stunden, habe ich mit diesem Account das letzte Mal angegriffen. Online war ich schon mit dem Account. Ich habe da mal Minen und Sammler schnell leer gemacht, schnell wieder rausgelockt. So sieht das hier im Moment aus und ihr seht das auch hier oben. Der zieht schon eine blöde Miene hier. Bauarbeiter frei, 4 von 5. Also ich muss auf jeden Fall was tun. Aber ich möchte heute mit diesem hier und mit dem RH9 am Tablet mit euch angreifen. Ich denke mal, das ist in Ordnung, dass wir das nicht hier in der Maus machen. Das mache ich nicht. Ich mache keine Clankriegsangriffe hier mit der Maus. Wir müssen aber erstmal eine Truppe verschwenden hier. Verangreifen hier. Also holen wir hier mal mit unserem... was haben wir eigentlich am Start und was brauchen wir? Oh, wir brauchen Elex. Wir brauchen Elex. Der sieht gut aus hier. Was haben wir am Start? Wir haben ein Giant, jetzt sage ich schon wieder. Riesenpäcker mit Magier, Mauerbrechern. Ein Lakai, ein bisschen Clanburg, die kann ich jetzt auch verpowern, das werde ich gleich auch machen. Und
Deswegen nehmen wir den hier gerne mit. Ich muss mal eben schauen, wo die Clanburg ist. Okay, der ist in keinem Clan, so wie ich das sehe. Der hat kein Clan-Tech. Also hier schon mal ein paar Bomben ausgelöst und ja, so eine Riesenbombe auch. Der hat keine Clanburg. Dann kommen wir mal dem King hier, würde ich sagen, entgegen. Wir nehmen die Riesen mal so ein bisschen verteilt hier. Nicht so. So, da hat gerade der Minenwerfer geschossen. Dann haben wir hier die Päcker schon mal drin. Ganz locker hier hinterhergesetzt. Jetzt die Magier und die drei Päcker gehen hier jetzt rein. Wir zücken hier unsere Clanburg, die Bowler. Können wir hier ruhig mit durchgehen lassen. Oh, meine Mauer her, so wie ich das sehe, haben wieder zwei Mauern geknackt. Jawohl. Wunderbar. Dann nehmen wir die einmal ein bisschen in Wut, dass das hier erstmal jetzt zügig in die Base kommt. Und die hier schon mal so ein bisschen was wegmachen. Hier hinten haben wir ein paar Skelette. Okay, ich brauche den Gift erstmal nicht. Ich muss mal sehen, wo ich meine Truppen denn so durchheile. Mal sehen, wo die Magier hier so hingehen. Auch noch in Wut. Ja, okay, das sieht noch ganz gut aus. Ein Heilzauber. Ja, ich glaube, in der Mitte brauche ich den Heilzauber echt nicht. Ich nehme den mal hier. Da laufen jetzt meine Truppen rein. Den King ganz, ganz knapp vor Ende noch gerade so gezückt. Oh, jetzt laufen die außen raus. Das ist doof. Das ist ein bisschen dösig und mein Päcker ist da schon gestorben, aber hier unten sind sie beide noch dabei. Also ich habe hier die Ruhe ja weg mit dem Account hier. 1, 2, so. Dann nehmen wir hier noch den Lucky mit, aber ich denke mal, der wird mir sowieso abhanden kommen. Und Bola noch in der Mitte. Da sind noch meine beiden Päcker. Ja, die heile ich jetzt nochmal durch. Die Päcker heile ich nochmal schön durch. Ich glaube, das ist das Sinnvollste an der Stelle. Und auch auf 3 hier im Rathaus 8 Bereich ist das einer meiner, oh schade, die Riesenbombe da, Mist, ist das eine meiner stärksten Truppen, denn ich habe den Golem nach wie vor immer noch auf 2, habe die Schweinereiter noch auf 3, aber die werden wir in jedem Fall heute mal benutzen. Und ja, ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Ich brauche ja zumindest ein bisschen Elex, mein Labor muss weiterlaufen. Und das Dunkle kann ich natürlich auch sehr, sehr, sehr gut gebrauchen für meinen King, der auch noch nicht auf 10 ist, das seht ihr hier. Und den haben wir mal ganz gut vollbracht hier. Meine nächste Armee ist schon fast fertig. Wir schauen mal. Ja, sie ist schon fast fertig. Wir nehmen diese hier, die ich aber gerade hatte, nehmen wir hier mit nochmal rein. Ich quicktraine die mal und schmeiße jetzt aber einen Trunk ein. Also kein Trump, sondern Trunk. Und zwar diesen hier. Ihr seht das. Auch die verbrauche ich ja so gut wie gar nicht. Warum verbrauche ich ihn jetzt? Ja, ich will mal ein bisschen mit dem pushen hier und ich verpasse sogar die freien Trainingsportions hier. Das ist natürlich dösig. Deswegen pushen wir hier mal und upsala. Ich schwenke jetzt schon mal aufs Tablet, dann machen wir hier gleich unseren Angriff. Aber wir machen den Angriff mit ein paar. Das ist nicht so gut. Das ist der Cursor hier, kleiner Cursor-Bug. Wir nehmen Hox. Hox und. Gift Max CK. So. Mal schauen. Oh, schade. Ja, ein Vierer. Ein Vierer reicht mir. Ein Vierer reicht mir hier. Und ich schwenke jetzt schon mal aufs Tablet. Dann gucken wir uns da auf jeden Fall mal den Gegner vom Chief Barfuß an. Ist nämlich ein ziemlich starker Gegner. Muss mal gucken, wie wir es machen. Aber erstmal jetzt der Switch aufs Tab. Okay, da sind wir auf dem Tablet bereit zum Angriff. Was ich eigentlich nie mache, ich mache es jetzt erstmalig. Ich mache mal Werbung für, ja, eigentlich ist es tatsächlich für zwei Clans. Denn ich wurde heute Abend gebeten, das fand ich sehr, sehr nett. Und auch wenn in meinen Kommentaren manchmal Leute für ihren Clan suchen, dann sind das ja Kommentare, die lösche ich nicht. Weil wenn ihr über meinen Kanal vielleicht einen neuen, coolen Clan findet, außerhalb auch von meinen Clans, beziehungsweise in den Clans, wo ich bin. Also ich bin ja in keinem Clan hier Vize oder sonst was, habe nichts zu sagen, bin maximal Ältester. Und deswegen kann ich da nie was zu sagen, so nach dem Motto, kann ich in deinen Clan oder so. Ich habe keinen eigenen Clan außer den Herausforderer. Aber ich wurde heute gebeten vom Clan, jetzt muss ich mal eben schauen. Es ist der Clan, wo ich mit dem Alex-Account bin. Im Moment sind wir sogar schon 43 von 50, aber dieser Clan sucht auch für die Clanspieler. Also wenn ihr Lust habt, mit mir hier Clanspiele zu spielen, mit meinem zweiten, dritten, fünften Account, ich bin nicht immer online. Also bitte fragt einfach nicht nach mir, sondern ich bin dort der Alex360, dort kennt man mich auch so und man kennt auch meinen richtigen Namen. Aber letztendlich, wer vielleicht noch einen Clan sucht, also dieser Clan hier, ich blende euch die Tags unten in der Beschreibung auch nochmal ein, sucht zu den Clan-Spielen und ich denke mal, der Clan, wo ich jetzt im Moment bin, ja, da sind wir ein bisschen kleiner, ihr seht das, 34 von 50,
Vielleicht erbarmt sich ja der ein oder andere hier, die Clanspiele mit uns mitzuspielen, also nicht nur 40 Punkte erspielen, wieder abhauen, weil wir das Ding sowieso voll machen. Nächstes Mal gibt es 50.000 Punkte, da muss jeder wieder gut mitarbeiten hier, so wie er halt kann. Ihr seht das auch hier, mal ein Legendenspieler, der schafft das halt nicht anders. Aber das nur meine eigene Sache. Die beiden Tags verlinke ich euch in der Beschreibung unten drin. Und wir gehen jetzt aber jetzt in unseren Clan-Kriegsgegner rein, den wir machen müssen. Wir müssen den Jeanshosenträger John Cena hier machen. Ich kenne ihn. Es gab mal vor längerer Zeit einen bei mir in den Livestreams. Der nannte sich immer so. Und ich habe immer gesagt, hey, der Jeanshosenträger, natürlich kenne ich die Super Wrestler hier, gar keine Frage, durch meine Söhne natürlich auch er. Und deswegen kenne ich auch John Cena, deswegen weiß ich, das ist ein Wrestler, der immer in Jeanshose auftritt. Sieht auch gewaltig aus, also nur mal so am Rande gesagt. Aber diese Base, ihr seht, die will mich jetzt natürlich foppen, denn ihr seht das in dieser Base hier, gibt es eigentlich kein einziges Plätzchen für eine Doppelbombe hier in dieser Base. Und sie ist auch nicht wirklich stark, ich weiß. Aber ich muss sie machen. Und es gibt auch keinen Platz mehr für einen Tesla. Das heißt also, der wird irgendwo hier in den Ecken, in den freien Feldern seine Troll-Teslas haben. Mal sehen, ob wir ihm die rauslocken können. Schauen wir mal, wir gehen mal rein in Attack. Ihr seht meine Armee hier. Ich will eigentlich nur die Clanburg-Locken eliminieren. Der King da hinten, der Einser-King, der ist mir egal. Und dann gucken wir mal, ob wir diese Base hier durchreiten können. Es ist alles grün, da solltet ihr auch immer darauf achten, dass ihr überall die grünen Haken habt. Auch wenn hier unten dieser breite rote Streifen ist, der schreckt mich auch immer so ein bisschen ab, so nach dem Motto, oh Toto, hast was vergessen. Nein, ich bin jetzt sure, dass ich ready bin und deswegen gehen wir hier jetzt auch rein. Ich check erstmal die Ecken, ja, denn dort, ja, da ist oftmals, ist er ein Tesla. Aber hier sehe ich jetzt schon in den vier Ecken, sieht das schon mal ganz gut aus. Dann ziehen wir uns hier jetzt mal die Clanburg raus. Die können wir nämlich super locken. Ein Drachen und ein Mager sehe ich da und ein Bogi. Nur so kann es sein. 25 Truppen. Und ihr seht das hier hinten schon. Ja, der Bogi hier. Optimal der Bogi hier. Ich habe natürlich jetzt noch gar keinen Spot für Bomben hier. Was machen die denn eigentlich? Oh, die fliegen da jetzt rüber. Okay. Wir haben kein Zeitproblem. Meine Hawks werden schnell genug sein. Ich brauche ungefähr 2 Minuten für diese Base, wenn überhaupt, wenn meine Hawks denn gut hüppeln. Und gucken wir mal. Ah, okay, da ist der eine Bogenschütze, ist da ein bisschen schneller. Dann müssen wir es einmal so machen. Wir ziehen hier mal so ein Schützen nach Schützen ruhig nach. Dann kommt die Clanburg hier in jedem Fall raus. Dann nehmen wir noch einen Lucky hier mit rein. Und jetzt giften wir die ganze Meute hier einmal. So. Ich hoffe, das reicht hier auch an Clean-Up so ein bisschen für mich. Einfach so ein bisschen rumgesetzt, denn eigentlich erreicht mich nicht wirklich jetzt die Truppe hier. Ein Lucky noch damit rein, das müsste jetzt reichen. Ich habe jetzt reichlich für ein Clean-Up. Ah, okay, da ist der erste Tesla, alles klar. Dann, ich habe 2 Riesen, das seht ihr hier. Die Riesen schicke ich auf die Flächenschaden hier. Und zwar einmal hier und einmal hier. Danke, Gegner, dass du mir das so einfach machst hier. Das sind schon mal 2 von 3 Tesla. Ich meine, sie sind jetzt auch nicht so wirklich schwer. Okay, da sind jetzt ein paar Fallen. Aber sind wir mal ehrlich, mal gucken, ob wir hier noch eine Falle erwischen. Ah, da erwischen wir keine Falle mehr. Okay, dann können wir hier nochmal super durchheilen. So dominant war das jetzt gar nicht. Ne? So dominant fand ich war das jetzt gar nicht. Aber es sind doch noch reichlich Truppen jetzt über. Und hier unten, ja, die Bomben werden natürlich jetzt außen sein. Jetzt muss ich hart hier so ein bisschen für Cleanup sorgen, dass wir hier auch unsere Sachen durchbekommen. Beziehungsweise, ah, da außen ist die Bombe. Okay, da machen wir den King hier einfach mit 2 Luckys. Da geben wir uns gar nicht so die super Mühe. Und mal sehen, wo ich jetzt den King hier setze. Der kann sich ruhig mal durch eine Mauer fressen, der Dicke hier. Würde ich mal so sagen. Mal sehen, ob er das auch macht. So, da unten ist der King Geschichte von den beiden Lakaien. Ja, so kann man so eine Base machen. So super dominant war das jetzt. War das jetzt gar nicht. Hat er mich getrollt. Hahaha. Mit seinen blöden Teslas da. Aber hier die Bomben. Okay. Mit den Dreier-Hawks geht er schon. Da werden ja jetzt irgendwo noch ein paar Siebener, glaube ich, dazwischen sein. Und ich habe doch ein Zeitproblem, oder? Na, habe ich das Zeitproblem oder habe ich es nicht? 9, 8. Ich habe das Zeitproblem. Ich kotze. Oh nein! Die schaffen das Lager nicht.
Da sage ich noch am Anfang: Toto, hast du alle Zeit der Welt hier? Da machst du den 99-prozentigen hier live mit so einer Truppe auf so eine Kackbase. Okay, muss mich das ärgern jetzt? Muss mich das jetzt ärgern? Hätte ich den King vielleicht von unten reinschicken sollen? Oh, naja. Leute, es nützt das ganze Ärger nichts. Ja, habt's gehört, ich habe auf meine Armlehne hier gehauen. Okay. Okay. Ich glaube, ich kann noch. Ich muss mal eben schauen. Ich glaube, der über mir ist ein. Ja, das ist schon Neuner. Okay, der wird ihn in jedem Fall machen. Ich glaube, ich kann noch mal für den bauen. Ich mache jetzt den Angriff gleich mit dem Chef Barfuß. Ja, diese ist sowieso relativ schwer für mich. Die 99, naja. Und nachdem ich dann erstmal eine Nacht gepennt habe, habe ich natürlich trotzdem noch, beziehungsweise ich habe noch, bevor ich mich dann total abgeregt habe hier, ja, ich habe mich mal wieder unnötig, ja, was heißt unnötig, aber ich habe mich mal wieder so ein bisschen aufgeregt, vielleicht auch künstlich, vielleicht auch, ihr wisst manchmal, habe ich auch einen ganz widerlichen Ton an mir. Das heißt, dann kommt es eigentlich rüber, als wenn ich richtig stinkig bin. Aber ich versuche dann eigentlich hilfreiche und konstruktive Kritik zu geben. Das kann der ein oder andere dann auch mal verkehrt verstehen. Aber schlimmer als der 99er jetzt konnte es ja schon gar nicht mehr werden. Deswegen habe ich im zweiten Angriff die 13 hier gemacht. Im ersten Angriff war mir mit dem Barfuß die Base doch ein bisschen arg schwer. Habe ich 78% und 2 Sterne geholt. Das sollte hier dann natürlich so ein bisschen besser werden. Und ich habe mich einfach mal zur Eventarmee hier treiben lassen. Denn Queen relativ weit draußen hier. Klambu konnte ich locken. Das habt ihr gerade gesehen. Naja. Und warum ich mich eigentlich so aufgeregt habe, ich habe mich natürlich ein bisschen über mich aufgeregt, aber ich habe mich auch über jemand anders aufgeregt, muss ich sagen. Und eigentlich bin ich nicht so, dass ich möchte hier auch keinen runtermachen oder so, aber manche Sachen, die gehen dann in meine Birne irgendwie nicht rein. Und ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber ich finde einfach, wenn man keine Clankriege spielen möchte, dann soll man sich einfach auf Rot stellen. Dann soll man sich einfach auf Rot stellen, dann wird man auch nicht mitgenommen. Und oh, ich wollte euch das auf zweifach machen. Und dann macht man nicht, dann hat man auch nicht so eine Kapazitäts- und Truppenverschwendung. Aber was hier nachkam, beziehungsweise was vor diesem Angriff eigentlich schon war, da habe ich gedacht, das geht nicht. Ich meine, das geht schon. Wir werden es ja sehen, dass es geht. Aber eigentlich geht es nicht, weil da mache ich doch lieber gar nicht mit. Und bevor ich mich auf eine Truppenverschwendung gebe, nur weil ich vielleicht in meiner Liga wieder angreifen will, keine Lupe haben will, beziehungsweise will noch meine Angriffszeit ausnutzen, dann soll ich das lieber ganz sein lassen. Und ihr seht das hier auch mit meinem zweiten Angriff. Ja, es konnte ja nicht schlechter werden stu oder schlimmer werden. Time Fail. Ich denke mal, mein King hätte in jedem Fall den Magierturm noch gemacht und auch die beiden Lager dahinter. Also 97% auch mit dem zweiten. Der Clankrieg ist noch nicht vorbei, also ich verrate noch nichts. Aber warum ich mich eigentlich so aufgeregt habe, ist der Angriff hier von unserer Nummer 1 auf die Nummer 1. Ich meine, ich halte das jetzt mal an. Die Armee ist ja top, keine Frage. Alles Max Truppen, alles Max Helden, alles Max Zauber. Jetzt müsste ich eigentlich sagen, no comment. No comment, ey. 9 Erdbebenzauber. Was soll das? 9-mal Erdbeben, um in eine Base zu kommen, die 8er Mauern hat oder 9er Mauern hat und 11er Mauern hat. Hallo, was ist denn das? Mann, Mann, Mann. Okay. Zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich noch gedacht, naja, wenn man jetzt nicht mit Mauerbrechern kann, er hat ja auch erstmal gar keiner dabei, dann muss man sich natürlich behelfen und ballert hier schon mal 7 Erdbeben rein, damit man hier ein Loch hat. Und was dann aus der Klambo kommt, das spottet aller Beschreibung. Ich meine, okay, auch das in der Mitte kann man machen. Man kann das natürlich rütteln, um da schon mal ein bisschen Vorschaden zu machen. Aber jetzt an der Stelle sah das irgendwie für mich so aus, als wenn hier so, ich hau jetzt mal alle meine Truppen raus und dann gucken wir mal, was daraus wird. So sah das so ein bisschen für mich aus. Und aus der Klambo kamen Eventtruppen. Ja, Drache und 2 Ballons. Ich meine, was soll das? Was soll der Drache hier reißen gegen die starke Luftabwehr hier? Und wer soll hier bitte schön noch in die Mitte gehen? Keiner. Kein Gift dabei. Nur 2 Fries dabei. Oh, Leute.
Also das habe ich dann echt nur Truppenverschwendung hier genannt, denn ich meine, es ist dann noch ein Stern mit 75% geworden, aber der hilft dir oben natürlich nicht. Und wenn man sich dann auch gar nicht äußert, ich meine, ich habe dazu getippt ohne Ende, das könnt ihr euch vorstellen, und es kam dann auch gar nicht zurück. Ich meine, so ein halt mal deinen Mund schief hätte mir ja auch schon gereicht, haben sie mir dann auch später gesagt. Ich bin eigentlich nicht so, aber ich habe mich dann auch trotzdem wieder abgeregt, denn das ist ein bisschen Unverständnis für mich hier. Und für jemanden, der in Legende spielt, für den muss so eine Base, denke ich mal, knackbar sein. Irgendwie ist man da ja hingekommen. Oder man kam da halt jetzt mit Einsternern hin. Gibt ja auch immer ein paar Pokale. Keine Ahnung. Aber ich meine, mit so einer Top-Truppe, so eine Base hier, da muss einfach, finde ich, etwas mehr rauskommen. Und dann einfach so die Event-Truppen hier hinten. Ich meine, die Lufttruppen passen ja nun gar nicht zur Erdtruppe. Null. Naja, ich habe mich hier ein bisschen abgeregt, habe jetzt ein bisschen geboostet und gefarmt. Und hab halt einen Tag jetzt vor allen Dingen auch gewartet mit dem Rest der Aufnahme hier. Ich verspreche euch, nächstes Mal werdet ihr hier eine ordentliche Rathaus 8B sehen. Aber erstmal lasse ich so ein bisschen die 99er und die 97er sacken. Bis dahin, euer Toto. Flasht.